Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Factorio. Nummer 24, glaube ich, ne? Frag mich was Irgendwie Leichteres. sowas. So, aber ich muss mich mal hier mit dem Stau kümmern. Lieferst du auf zwei Gleisen Eisenerz an? Selbstverständlich. Okay, und Kupfer? Deswegen, wir müssen jetzt zusehen, dass wir das Kupferfeld auf der linken Seite wegbekommen. Dass ich den Bahnhof erweitern kann, weil ich möchte auf 5 Gleisen Eisenerz anliefern und dann kommen 5 Gleise Kupfer dazu, weil die brauchen wir wirklich am meisten. Also willst du die 5 Gleise hier sind tatsächlich nur für Eisenerz? Nein. Wenn du die Map aufmachst, siehst du das. Das ganz rechts ist für Öl, das zweite von rechts ist Steine, das dritte von rechts ist Kohle, Okay. die beiden linken sind Eisen. Das heißt, ich muss jetzt noch 3 ranbauen, aber dafür muss das Kupferfeld da weg. Ja, das Problem ist, ich bin jetzt hier oben gerade. Da muss ich jetzt Kupfer rausfiltern. Irgendwas piept hier, mein Wecker. Okay. Meckern. So, dann. Ja, ich mache hier oben das Feld fertig und dann hole ich das Kupfer da unten raus. Das lagere ich dann irgendwo erstmal ein, weil Ja, genau. verbrauchen tun wir es eh nicht. So, du bist eine Reihe so, du bist eine Reihe so, du bist. Nee, warte, stopp, der muss weg. Der dahin. Der dahin. So. Oben. Mal gucken, wo ich jetzt erstmal vorüber den Kupfer. Also ich kann das Kupferlager über die Eisenbahnanlage kann ich das Kupferlager machen erstmal, oder? Ja, klar. Gut. Erstmal Dann hier. hauen wir hier das Kupfer von dem Fließband runter und dann können wir das hier anfangen einzulagern. Auch hier. So, es Da. wird wahrscheinlich jetzt auch gleich darauf hinauslaufen, dass die Eisenerzzüge hier oben stehen, weil alles voll ist. Ja, das ist, ich hole von oben jetzt ganz viel runter, also. Ja, das ist gut. Aber wir wollen ja erstmal eigentlich nur den Scheiß aus dem abgesperrten Bereich jetzt erstmal rausholen, also insofern. So, und du bist jetzt rot. Und du bist Keine, auch wie keine rot. Fließbänder mehr. Wollt ihr mich verarschen? So, vorhin 300, 500 Stück mitgenommen oder so. Ein Fließband fehlt! Ein verkacktes Fließband. Ja, nehmen wir das. Mir doch egal. Kann ich nämlich da die Kupferfelder mit anschließen? Das will So, da nicht haben wir gleich hier. Strom. Eins, zwei. Da geht einer ran. Dann nochmal Strom hier oben. So. Dann haben wir Machen hier wir schon es mal so, ist Strom. einfacher. Dann können wir jetzt hier Kupfer mit drauf ballern. Vielleicht eh nochmal hoch, Fließbänder holen. Ja, ein paar hätte ich sogar noch. Ich muss jetzt nur Ja, bist du erstmal jetzt bei hier mir, für bis den du jetzt bei mir oben Bahnhof. bist, dann bin ich schon wieder. Ah, okay. Und jetzt haben wir schon das erste Problemchen, weil genau da, wo jetzt du das unterirdische Fließband hingesetzt hast für das Eisen, was von oben kommt, da genau da muss das Signal hin. Verdammt. Ja, dann leg es doch einmal um da irgendwie. Ja, habe ich schon. So, Signale haben wir. Alles Kann holen. grün, passt. Das. Momentan ist es mit den Aliens recht ruhig, also. Ja, weil wir im Moment ja auch gerade relativ wenig Pollution machen, weil wir so wenig Strom verbrauchen. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? 15 Megawatt immer noch oder sind wir schon ein bisschen drüber? Acht oder so was 10, eben. 10 sind wir gerade. Boah. Da haben wir noch eine dicke Reserve, ne? Das stimmt. Ein Fünftel, ein Sechstel verbrauchen wir vielleicht gerade von dem, was wir hier produzieren. Aber Stromversorgung und Militär ist ja eh mein Ding. So, jetzt mal hier ein paar Fließbänder rausholen da. Ja, ich setze hier oben schon mal so ein paar
Förderer nochmal hin. Dass wir mal ein bisschen Eisenerz verballern. Abriss! Das ist Abriss, ja. Das klingt. meine Tochter spielt Eisenbahn. Die macht immer Eisenbahnunfall. Die spielt immer das, was Papa mal im Beruf machen soll. Ja, später, später. Das macht man in Frankfurt ja ganz gerne, ein ICE auf den Bahnsteig setzen. Das stimmt. Warum hast... Du okay, hast, ja. Förderer hast du da oben schon gesetzt, ne? Förderer habe ich jetzt hier oben so zwei, drei Stück gesetzt. Boah. Läuft ja. War nicht ganz mein Förderkonzept eingehalten, aber ist mir auch egal. Was? Ja, ach so, du hast da zwei dazwischen. Ja, genau, weil der fördert die ja weg da. Dadurch sparen wir dann halt so ein bisschen. Ja, gut, aber, egal, aber so geht's schneller. Ist ja egal. Kannst du unten an die Lücke dann noch mit ransetzen, bitte? Wo? Da unten sind ja noch so, die werden ja mit abgefördert. Okay, alles klar. Passt. Ja, läuft. Läuft. So, wichtig wäre jetzt, dass wir das Kupferfeld hier vorne, also das links vom... Das am See. Vom Bahnhof am See, genau. Und da brauchen wir... Genau, darum kümmere ich mich jetzt als nächstes. Das ist das nächste Projekt, was ich hier in Angriff nehme. Wo habe ich denn überhaupt mein Auto? Ach, mein Auto habe ich im Inventar. Muss ich erstmal gucken. Ich habe im Hintergrund immer diese lustigen Zellergeräusche, ey. Gut, ich glaube, jetzt verbrauchen wir dann zu. Das war knapp. Was hat sie jetzt geklaut? Mamas Büchs. So, jetzt hoffentlich, wobei viel Kupfer kommt da ja nicht rum, weil das geht ja eigentlich. Also das da oben das Polster mit den 30 Stahlkisten sollte eigentlich erstmal reichen. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich aber gern die Stahlkistenproduktion automatisieren. Dann müssen wir aber nach Westen weiter raus, nach Osten, unsere Fabrik. Weil ich brauche, wenn ich das Kupferfeld dort unten einlagern soll, brauche ich Kisten. Und zwar richtig viele Kisten. Ja, ich baue dir jetzt schon mal eine ganze Ecke an Kisten. Stahlkisten aber, ne? Ja, selbstverständlich. Damit sich das Einlagern auch lohnt. Obwohl, warte mal. Ich könnte rote Schaltkreise machen, dann können wir gleich so Lagerkisten münzen. Wieso sind die noch größer? Ja, die haben noch, glaube ich, nochmal 8 Felder mehr. Ja, umso größer, umso besser, umso weniger Platz für die Lager. Ah, hier das Kupferfeld muss ja auch noch leer gemacht werden. Boah, holla die Waldfee, ey. Also Kupfer haben wir noch ganz schön was. Da haben wir noch genug hier. Um zu einlagern kommen wir echt nicht drum rum. Nee. Hast du Bock, ein bisschen Krieg zu machen? Nee. Nee? Dann muss ich das wohl allein... Ah, da hinten in der Ecke war ich ja sogar schon. Es wäre schön, wenn du kurz mitkommen würdest, weil das sind nur zwei Häuser und zwei Spucker. Ja, lässt du mich ganz kurz noch hier so ein bisschen was einsammeln? Dass wir die mal eben platt machen, da. Machen wir hier nochmal so ein bisschen Wald weg. Hier ein bisschen freien Platz haben. Ich muss mal... Oh, das Inventar ist voll. Aber dann können wir uns da an den See schon mal ranbauen. Dann haben wir... Oh, fuck! Ach, da bist du ja wieder. Hallo. Ja, nee, erstmal. Hallo, hallo, hallo. Geh mal weg. Boah, was soll ich jetzt hinkriegen hier? Ich verbrauche gerade erstmal unser ganzes Eisenvorrat hier. So, komm. Noch 30, dann habe ich erstmal 130 Förderer im Bau. So, ein Spucker ist weg. Müssen wir ein bisschen Energie tanken? Wie eigentlich so. Noch Fische? Nö. Natürlich nicht. Dann komme ich mal dazu. Einfach hier mal so ein bisschen aufräumen.
Aber ich hab nicht mehr viel Lebensenergie. Ich weiß nicht, wie das bei dir ausschaut. Ist es hin? Boah, Oder ich sieht's bin. bei dir genauso schlecht aus? Jetzt sieht es bei mir auch schlecht aus. Ich muss mal ein paar Fische holen hier. Ja, ich muss hier hinten laden und dann wird hier gleich. Na, ich sage mal, wenn wir jetzt noch mal einmal zusammen drauf gehen. Aber ich bin noch nicht mal halb voll. Ich komme mal runter und hole mal ein paar Fische, wenn Ja, es ich da noch muss. welche gibt. Ja, hier gibt es noch ein paar. Da oben. Ah, zwei Stück, das würde mir reichen schon. Ja, hier sieht es gut aus. Oh, Opa. Was denn? Da ist schon, du bist schon am nächsten Alien-Feld dran Oh da. ja, ich lasse es lieber. Dachte, ich sag's dir. Ja. Ja, hier kommt Läuft, doch sowieso eh also. nicht nah hier ran. So, Aber ich komm, auf glaube, drei. wenn wir den Spucker Eins, da zwei, wegkriegen, drei. dann lübt das. Und tschüss. Jo. So, das war's. Dann können wir da jetzt schön nach Westen weiter runter. Oh, ich Dann liebe haben wir diese erstmal wieder ein bisschen, Granaten. dann haben wir jetzt noch ein bisschen Platz für weitere Fabriken. Oh, jetzt bin ich fast selbst gedreht. Ja, können wir ja jetzt von oben ran bis zum See. Dann haben wir da erstmal Ruhe. Also irgendwas funktioniert hier nicht. Hier oben liegt schon wieder Eisenerz drauf. Ja, das ist noch der Rest, der nach lübt. Ich habe das noch nicht komplett gereinigt, also. Das ist so der letzte Rest vom Schützenfest. Aber hier hinten kommt immer noch mehr da dazu. Dann ist hier irgendwo noch ein Fehler drin. Oh, hier oben ist ja noch richtig viel Wald. Scheiße. Dann machen wir die Mauer halt durch den Wald, ist mir auch egal. Ich bin jetzt nicht der Behinderte, der hier anfängt, Wald abzuholzen. Ja, ich gucke mal, dass ich mich jetzt auch dann demnächst mal jetzt um Dings kümmere. Ups. Oh, und unsere Munition ist komplett voll. Ja, ich zapfe ja gleich wieder an, also das. Da macht ihr mal keine Sorgen, Munition verbrauche ich noch genug. Können wir allgemein mal gucken, wie viel Munition wir überhaupt schon verballert haben hier. Wir haben produziert, also 1600 haben wir verballert und produziert haben wir bis jetzt, wo ist 23.000, also das geht noch. Haben wir schon mal mehr gehabt. So, du mal bitte da. Ich mache das mal so. Ich habe jetzt da hinten mal einen Filter hingesetzt, der mal das ganze Eisenerz runterzieht. Weil wir brauchen jetzt mal ganz dringend hier. Auch Hantelgranaten. Hantelgranaten. Wir brauchen jetzt endlich mal ein bisschen Landfill. Landfill müsste bald voll sein, die Truhe. Ich habe lange nichts Nee, weil. rausgeholt. Ja, das Problem ist aber Eisenerz und deswegen produzieren wir nicht weiter. Also. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das hier passt. Jetzt habe ich hier natürlich den Wald wieder blöd abgeholzt. Also erstmal Handgranaten holen. Granaten von den Handel. Und gerade mal die Mauer So, das reparieren, die ich kaputt heißt gemacht habe. 13,5 Megawatt gerade mal. Obwohl wir die ganzen Eisenerzförderer da oben jetzt haben. Ja, die Hälfte steht wahrscheinlich schon wieder, aber. Ja gut, Eisenerz haben wir jetzt genug. Ja. Mehr als genug. So, du brauchst Kunststoff. Kunststoff braucht Kohle und Petroleum. Und hier unten haben wir. Warum kann man kein Petroleum in Fässer abfüllen? Das ärgert mich. Ganz fies und voll mit Handgranaten. Hast du Handgranaten runtergezogen vorhin? Ja, ein paar. So, dann brauche ich rote Fließbänder. Habe ich noch genug? Haben wir irgendwo schon Geschütztürme automatisiert? Nee, ne? Das weiß ich Doch, nicht. Ich ich glaube. glaube, ich.
Doch, ich meine ja. Ich glaube, die haben wir sogar schon doppelt gehabt. Ah, nee, in der alten Fabrik unten haben wir Dinger noch in der Truhe. Gelbe Greifarme kann ich ja runterziehen. Hier bin ich gerade. Das ist wie praktisch. Das heißt, du musst hier weg. Du musst weg. Na, Alter. Boah. Es hat sich fast nach dem Zug angehört. Das war fast ein Zug. Ich bin aber gerade nochmal, dadurch, dass ich erschrocken bin, bin ich nochmal wieder zurückgegangen. Ui. Habe ich mich beinahe nass gemacht. So, was brauche ich jetzt hier? Jetzt muss ich erstmal Geschützdämme automatisieren, das geht so nicht. Ich habe Angst vor Zügen. Ich bin der einzige Lokführer in Deutschland, der Angst vor Zügen hat. Da wieder ran. Aber was brauchen wir hier für Geschützdämme? Eisen, Zahnrad, Kupferplatte, Eisen und Eisenplatte. Gut, dann nächste Fabrik. Munition. Oh, die ersten Förderer hier unten gehen schon leer. Sehr schön. Drei Stück. Perfekt. Ich muss hier erstmal die Verteidigungslinie aufbauen. Aber ich muss immer dran denken, die Greifarme zuerst abzubauen, sonst liegt da mit der Munition da immer hin, weißt du? Ach, Ratte. Stopp, Zug. Oh, Glück gehabt. Ich konnte den Zug noch anhalten. Nein! Oh. Hat sie doch erwischt. Na, jetzt habe ich den Zug doch weggeschickt. Aber warte mal, ich kann mir doch den anderen Zug hier runterholen, oder nicht? Du, komm mal hier runter, auch wenn du noch nicht voll bist. Die 362 Erzförderer. Boah. Ja, aber davon läuft ja nur die Hälfte gerade. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Das ist nicht aussagekräftig, behaupte ich mal. Ja, würde ich auch mal behaupten. Zukommt. Danke für die Warnung. Hier runter. Dann kommen wir auch direkt aufs Wasser. Ups. Sag mal her hier. Ja, das war jetzt klar, jetzt Ja, stimmt. da kommen wir direkt aufs Wasser. Perfekt. Oh. Das ignorieren wir jetzt einfach mal, Was denn? dass ich da noch gar keine Ausladearme habe. Da ist ja nicht viel, ne? Da geht mehr. Aber das machen wir. Spätestens in der nächsten Folge. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. War Noch eine etwa Minute. 2 Minuten. Ja. Mache ich dann in der nächsten Folge. Dann werde ich die Geschütztürme nochmal wieder automatisiert bauen. Weil wir die spätestens, wenn wir anfangen richtig zu expandieren, brauchen wir davon ganz viele. Heute ist von wem Richtig. der Geburtstag? Ist mir egal. Kenn ich gar nicht. Wer ist Lily Turner? Keine Ahnung. Eisenplatten, Eisenplatten und dann da auf eine ganze Ecke. Und dann brauche ich noch, das brauche ich noch. Runter.
Oh, passt. Perfekt. Vielleicht könnten wir das schon mal machen. Ja, dann einmal Strom von hier ziehen. Weiß, wo ich lande. So, dann brauchen wir als nächstes noch einen Zug. Oh, perfekt, ey. Passt da mit Faust aufs Auge. So, dann schließe ich jetzt den zweiten Zug mit an. Wunderbar, dann läuft er auch. Okay, wir haben immer noch gelbe Munition auf den Bändern, geil. Oh, Perfekt. perfekt. Habe ich sogar die Munition von dem alten Laufband noch runtergekriegt. Da kann ich das gleich wegmachen. Boah, wir verbrauchen gerade mal 100 Eisenerz. Das ist nicht viel. Das mache ich dir für 80 Euro, dann ist das gut bezahlt. Und du bist jetzt hier Öl, ne? Ja, du bist jetzt hier Öl. Oh, haben wir fix. Haben wir fix unser Lager mal erweitert in einer Folge. Haben wir wieder genug Platz für neue Fabriken. Weil das ganze System nachher sowieso nochmal umgeworfen wird, weil wir beschlossen hatten, nur noch die Endprodukte, die wir. Wenn wir was verbessern, dann. Wie zum Beispiel die Fließbänder, ab rote Fließbänder gibt es dann halt keine gelbe mehr auf den Fließbändern, ne? So hatten wir das ja, ne? Ja, genau so ungefähr. Ja, die werden dann 1 zu 1 ausgetauscht. Aber wieso ist jetzt hier oben schon wieder gar kein Strom? An unserer Fabrik? Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Hast du da irgendwas abgerissen? Nicht, dass ich wüsste. Dann war ich das wohl. Dann muss ich hier drüben mal anschließen, dann sollte das wieder laufen. So, du fährst. Ja, mit 80 Euro, dann ist das gut bezahlt, ne? Öl 1, Zeit vergangen zu. Ah ne, Quatsch. So, da haben wir wieder Strom. Entfernt. Du fährst Zermalf, Zeit vergangen. Und Öl So, 1, Zeit vergangen. jetzt ist aber mal Schluss, ne? Warum? Weil wir ein bisschen drüber sind und ich keinen Bock wieder habe, eine halbe Stunde hier zu rendern. Ja, ist doch nicht mein Problem. Ich muss jetzt nochmal schnell hier im Zug runter zum Öl fahren. Abgesehen davon bimmeln die Scheinheiligen bei mir gerade. Na gut, alles da, gut. Ich bin da Bis zum unten nächsten. angekommen. Bis zum Bis nächsten zum Mal. nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.